Hey, da sind wir wieder. Wir haben aber keine Zeit. Wir müssen laufen. Verdammt. Königlicher Speer. Yay, ein königliches Item. Ein großes Schwert. Es gibt hier so viel zu sehen, so viel zu tun. Oh mein Gott. Und du bist auch im Weg, Thylomon, auch wenn du Steel as fuck hast. Du hast überlebt? Abwehr? Okay, eben nicht. Attacke? Oh, Level up, hä? Huh? Und wieder ein rotes Kabel gewonnen. Frage ist, was macht dieses Kabel? Okay, gehen wir noch in das obere rein und dann gehen wir zum Ausgang. Zumindest das, was nach einem Ausgang aussah. Weil uns langsam doch die Zeit jetzt flöten geht. Oder sind wir hier sogar richtig? Oh, oh. Ich glaube, das ist der Weg, den wir am Ende gehen müssen. Okay, okay, okay. Zurück, zurück, zurück. Okay, du siehst. Warum ist das hier nur so verworren? Das ist doch unmöglich, die reale Welt. Wieso ist Metallgarurumon aktiv? Anyway. Abwehren? Na gut, dann eben nicht. Gott, ich glaube, ich muss bei Nudge mal die Stärke unbedingt hochbringen. Okay, jetzt scheiße ich auf sämtliche Items, die hier vielleicht oder vielleicht auch nicht rumliegen. Wir müssen da oben irgendwie hin. Oder hier? Hierhin nicht. The fuck? Wie sollen wir da hinkommen? Wir müssen irgendwo eine Plattform finden. Wir müssen hier irgendwo... Wow, Warmon. Wow, that non-existent damage. Abwehren. Ob das hier mehr Schaden macht, maybe? Ein bisschen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ich war so aufgebracht wegen den ganzen Items, die hier rumliegen. Moment mal. Okay, hier lang kommen wir wirklich nicht. Was ist denn... Wie sollen wir denn jetzt hier weiterkommen? Jetzt mal ohne Witz. Wenn wir nicht auf diese Plattform dort gehen können. Was denn? Wo denn dann? Gott, Bombardement. Wow. Wie
wir auch keinen Schaden machen, gerade mit Nudge. Jetzt mal ohne Witz. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Und das geht mir jetzt langsam wirklich auf den Piss. Vor allem jetzt gerade mit Nudge vorne, wo wir nichts ausrichten können. Also nicht viel. Okay, wir machen was anderes. Ich setze Rizomu wieder nach vorne. Weil das hat so keinen Sinn. Wir brauchen so lange für die Encounter. Und ich habe keine Ahnung, wo wir weitergehen müssen, weil wir sind gerade dreimal im Kreis gelaufen. Wow. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen sollen jetzt. Da oben war eine... Ich scheiß jetzt mal auf das da unten. Okay, hier können wir auch nichts machen. Okay, dann will ich jetzt wenigstens das Item hier noch haben. Gib mal her. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, hi. Warte, ich lasse Juggernaut nicht starten. Eindringling-Alarm. Sofort löschen. Denn? Bist du ein Gardroman? Was bist... Ach, du hast Digimon-Partner! Oh... That's cool. I can totally deal with that. After this Mega Protection. Ich glaube aber nicht, dass wir es noch schaffen, weil das wird, glaube ich, nichts daran ändern. Wir haben keine Zeit mehr. So, jetzt kann ich draufhauen. Ich bin übrigens mit Absicht gerade so ruhig, weil wir haben so oder so, glaube ich, verkackt. Aber wir werden ja sehen, vielleicht reicht es ja schon, ihn hier zu bekämpfen. Was ich aber nicht glaube, weil warum sind sonst die Plattformen noch überall da? Da haben wir es, glaube ich, ziemlich verkackt. Beziehungsweise ich habe verkackt, weil ich war so aufgeregt wegen den ganzen Items, die hier rumlagen. Wenn ich das wirklich normal machen muss, dann werde ich es diesmal ignorieren. Auch wenn hier sehr viele schöne Sachen wahrscheinlich rumliegen, wie diese königlichen Konterwaffen. Königlichen Items und alles, aber wenn wir dadurch wirklich nicht vorankommen, dann ignoriere ich die halt dieses Mal. Ah, mal schauen.
Vielleicht reicht es ja auch, ihn hier zu besiegen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wir werden sehen. Und der Black? Gewonnen! Bin der Größte. Huch, da liegt was auf dem Boden. Es ist eine Wemon-Waffe. Yeah, der Dramon Guard. Oh, warte, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss den Juggernaut-Start verhindern. Welche Taste ist... Es ist diese. Huch, nichts passiert. Aber wenn die AOA hier wären... Das sollte den Juggernaut-Start verhindern. Nachricht für Magasta-Mannschaft. SS-Class-Kriegsschiff Juggernaut hat fast volle Energie. Mannschaft der Basis muss sich in Sicherheit bringen. Wiederhole. SS-SSC-Kriegsnaut. Was? Warum stoppt es nicht? Das war eine Falle. Da sind die AOA irgendwo. Und unsere Zeit ist abgelaufen. Oh nein, 180 Sekunden sind vergangen. Kann ich nochmal dahin? Ich bin noch nicht fertig. Über 180 Sekunden, über 180 Sekunden. Übertragungsgrenze erreicht, Digitation erzwingen. Sterngerät ist komplett grün. Keine abnormalen Daten. Digitation beendet. Oh, Zeit wird knapp. Bin zurück. Was soll ich tun? Juggernaut wird starten. Ah, ich glaube, wir konnten es so oder so nicht verhindern, oder? Scheinbar nicht. Elektromagnetische Sperre jetzt aufheben. Alles für Start bereit. Juggernaut startet. Unser Plan ist super. Jetzt los, Juggernaut. Bring Terror und Zerstörung über diese nutzlose Welt. Geile Cutscene. Sie haben Juggernaut. Was wohl in der echten Welt passiert? Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Gerade mehr Basis. Angriff durch Terrorist Jugger und jetzt statt Notfall ist Leute in sicher und flüchten. Ich gebe noch nicht auf. Es gibt bestimmt einen anderen Weg. Okay, ich rede mit Lisa und den anderen. Und wir sind wieder hier. War das nicht gerade eine schöne Cutscene? Wir sollten Juggernaut übrigens im Auge behalten. Damit passiert noch etwas ganz, ja, ich will nicht sagen Schönes, aber etwas, was wir auf jeden Fall beachten sollten. So,
Ja. Hol mir Kulon Digisoid Metall. Das, ja, keine Ahnung, wo ich das herbekomme jetzt im Moment. So, was ich jetzt machen will, ist. Wir sollen mit Lisa reden. Wir sollen mit Lisa reden. Ich überlege gerade, wo Lisa ist. Sie könnte in der Hauptstadt Asuka City sein, aber ich bin mir nicht sicher. Die Folge ist jetzt leider etwas kurz geraten, aber... Ups. Okay. Oh, ich hätte mich vielleicht heilen sollen. Aber gut, ich habe völlig vergessen, dass wir den Start gar nicht verhindern konnten. Egal, wie viel Zeit wir noch übrig gehabt hätten. Wir hätten danach wirklich nur noch einfach Sachen scheinbar einsammeln können, soweit wie es ginge und dann gut. Ich glaube sogar, wir haben alles mitgenommen. Wir haben die Zeit ziemlich gut ausgenutzt. Ich werde ein bisschen trainieren, beziehungsweise ich will jetzt ein wenig Cartmon jagen gehen. Und dadurch ein bisschen leveln nebenbei. Ich werde aber nicht über Level 50 hinausgehen. Das will ich nicht machen. Aber ich will halt Karten sammeln und ich will vielleicht endlich mal ein paar Digitationen ändern. Und die Sache mit Galantmon riecht mich gerade so sehr auf, dass es halt keine nützlichen Support-Abilities hat. Dass Nudge eigentlich seine Rolle in der Gruppe damit verfehlt hat, weil Growlmon als Digitation will ich nicht die ganze Zeit dabei haben. Daher bin ich am überlegen, ob ich vielleicht Gilmon gegen ein anderes Digimon austausche. Ich hätte sogar eins im Kopf, was auch gut in die Gruppe, glaube ich, passen würde. Aber ich weiß es halt nicht. Ich weiß es echt nicht. Naja. Ich guck mal. Vielleicht finde ich ja noch eine andere Digitation, mit der er uns irgendwie supporten kann. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Egal. Wir machen hier erstmal einen Cut. Ich werde bis Level 50 hier ein paar Kartenmon sammeln gehen. Ein paar Karten sammeln. Und ja. Ich werde dann da einsetzen, wenn ich Lisa gefunden habe. Also mal gucken, wie lange das dauern wird, ne? Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin. Baba!